Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meine neuen Errungenschaften zeigen. Und zwar war ich bei DM kurzzeitig, ganz kurz, da habe ich eine Sache jetzt, die euch interessieren könnte. Und dann habe ich noch bei Love bestellt, selbst weil ich gedacht habe, das wäre nur online inklusive. Ist aber auch beim DM erhältlich, also dachte ich, packe ich es mit rein. Da habe ich bei Kleiderkreisel bei drei Mädels bestellt gehabt. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Voilà. Das erste, was ich mir geholt habe, ist dieses hier. Das könnte vielleicht die Anni interessieren. Die mag doch so holzrauchige Düfte. Anni, ich verlinke es dir mal. Kannst du mal angucken. Riecht, mein Freund mag das zum Beispiel persönlich überhaupt nicht. Aber ich mag das. Ich mag auch Sandelholzduft, also so Baum und Erde. Also, ja, okay, Erde riecht ein bisschen schimmelig. Aber das finde ich ganz angenehm. Vor allen Dingen, das ist nicht so intensiv. Das kann man hier hinstellen und dann riecht das ab und an mal nach irgendwas. Genau, im DM habe ich dann noch diese zwei Paletten entdeckt. Ich glaube, die sind auch erhältlich beim DM. Und zwar geht es einmal um die Copper-Palette von Love. Wunderschöne Farben, finde ich. Kann man wirklich einen tollen Alltagslook schminken und doch auch irgendwie dramatisch mit den dunklen Tönen. Werde ich natürlich auch mal mit euch ausprobieren. Ich habe noch gar keine Palette hier geswatcht gehabt. What do you love? Genau. Finde ich richtig cool. Und dann hat mich auch die Rose Gold Palette interessiert. Und zwar hat die auch wunderschöne Töne. Schaut mal. Die hat jeweils 14,95 gekostet und dann gab es noch einen 5 Euro Rabatt bei Love direkt, wenn man entweder das erste Mal bestellt oder es war gerade so eine Aktion. Ich habe nur nicht geschafft, euch ein Video zu drehen. Vielleicht ist es ja noch da. Ich verlinke euch mal den Online-Shop von Love unten in der Infobox. Ansonsten guckt mal bei Rossmann. Vielleicht gibt es die ja auch sogar bei Rossmann. Dann könnt ihr noch 10% sparen. Wer will nicht sparen? Wir wollen alle sparen. Ja, da kommt einiges zusammen. Ne? Dann kommen wir zu der, wo das Paket gestern angekommen ist. Und zwar habe ich bei ihr ausgegeben, so circa 14 Euro. Und da waren diese Dinge dabei. Also das hat mich ungefähr 14 Euro gekostet. Einmal ist das ein L'Oréal Color Rich Lumière. Das ist ein Tester. Das stand natürlich nicht da, was mir aber auch nicht ausmacht. Also dafür habe ich 2 Euro gezahlt. Ist kaum benutzt, wenn überhaupt habe ich das benutzt. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Also es ist auch immer noch schön. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, die hat ein bisschen Gold aus. Wunderschöne Farbe. Ich hatte mir das auch überlegt, ob ich das als Highlighter benutzen könnte. Vielleicht bin ich einfach noch nicht braun genug. Das ist die Farbe 26L31L. Nee. 500 Gold Manja. So sieht es aus. Finde ich richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Konsistenz. Und ich denke, feucht aufgetragen wirkt das nochmal ein bisschen krasser als das hier. Wie gesagt, das hat irgendwie 2 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein Lid Lingerie bestellt, weil das die, wie heißt sie denn nochmal? Jenny Highlights, verlinke ich auch nochmal im i, so davon geschwärmt hat. Sie hat einen anderen Ton. Die sind auch noch nicht benutzt worden. Also, die sehen, es sind auch Tester, habe ich gesehen. Stand jedenfalls Tester dran. Ja, vielleicht arbeitet die ja bei NYX oder hat die Geschenke gekriegt oder weiß der Geier. Das ist so ein schöner silberner, aber so ein kühler, ja, so ein richtig schön metallischer Silberton mit dem Gold kombiniert. Sieht das auch irgendwie cool aus. Ja. Dann haben wir, der silberne ist übrigens, ich bin so am Wackeln, gell? Dann habe ich hier die Nummer 12. Das ist so ein schöner Rostton. Irgendwie ist das rostig, schaut mal. Also das ist Gold. Und das ist so rostig und das hat so einen goldenen Einschlag. Wunderschön. Ich dachte für 2 Euro, komm, scheiß der Geier drauf. Probier es aus. Dann habe ich noch einen bestellt und zwar ist das ein wunderschöner weißer. Den kann ich mir sehr gut auch im Innenwinkel vorstellen. Ich dachte, ich habe sie auch gefragt, ob die noch neu sind. Und sie hat ja gesagt.
Oh ja, das ist ein sehr, sehr schöner Perlmuttweißer. Also so in der Kamera kommt es jetzt echt krass rüber. Also die sind schon metallisch. Also man sieht auch, der Lidschatten ist nicht ganz so metallisch wie jetzt die. Die reflektieren ja richtig im Licht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auf mein Lid zu packen und entweder einen Lidschatten oben drüber oder halt eben nur so ausgeblendet. Wenn die wirklich gut halten, dann ist das Bombe. Dann habe ich hier noch ein, das ist glaube ich kein Tester sogar. Nee, das ist kein Tester, sondern das ist Transformation. Steht hier Stage of Flux Transformation, flüssige Highlighter. Warte, relativ groß. Fokussiert's oder fokussiert's nicht? Ich brauche echt eine Brille. So. Und da bin ich auch gespannt, wie das denn ist. Aber ich finde das ja schon ein bisschen lasch. Also da sind die Lingeries. Also hier habe ich ihn aufgetragen. Also gut, ja, er ist schon vorhanden. Aber ich sag mal, das ist für den zarten Glow. Er hat keine Glitzerpartikel. Das ist wirklich nur Schimmer. Reiner Schimmer. Reiner Schimmer, der da vorhanden ist. Sieht mega geil aus. Gefällt mir richtig gut. Ich habe ihn mir noch stärker vorgestellt wegen der Verpackung. Dann, den gehe ich später suchen. Dann habe ich noch etwas bestellt. Das war ein Set, Den auch für 2 Euro, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist ein Kajal. Der ist auch wirklich sehr, sehr fechte, wenn er da drauf ist. Und der hat goldene Glitzerpartikel. Ob ihr das erkennen könnt? Bestimmt. Und der sieht ganz, ganz toll aus. Also den hatte ich schon geswatcht, als er ankam. Darauf sehr schwarz, sehr rauchig und da ist der Glow. Sehr rauchig und sieht echt. Das sieht doch Hammer aus. Findet ihr nicht auch? Dann war da noch ein Gel, also der Gold Dust. Das ist so ein goldener Eyeliner. Oh. Hau nicht da. Nicht um. Umgekippt. Also was heißt umgekippt? Nicht umgekippt, sondern bisschen eingetrocknet. Vielleicht muss da ein bisschen Glycerin rein. Alles mal mit Glycerin versuchen. Auch der Pinsel ist nicht mehr so schön. Den habe ich natürlich noch nicht geswatcht gehabt. Wo seid ihr da? Kamera kann es gerade nicht einfangen. Oder ich sehe es nicht, ob sie es einfangen kann. Den kann ich euch gerade auch nicht swatchen, weil da einfach nichts rauskommt. Das finde ich immer schade, wenn die Leute sowas verkaufen. Das finde ich immer ärgerlich. Natürlich hätte ich es dann nicht gekauft. Wisst ihr? Hätte ich das gewusst. Aber so sieht's aus. Wunderschön. Und dann kann man nicht richtig swatchen. Ich hau da mal Glycerin drauf. Guck, was das, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, seht ihr das im Tutorial dann. Da hat sie mir noch 3 Goodies reingelegt. Einmal Pure Make-up. Das ist von Maybelline Jade in 30 Cent. Gel Make-up mit HO2. Beruhigt sensible Haut. Glanzfreies Finish. So aus. Warum will sie nicht funktionieren? Spinnst du? So sieht es aus. Ja, finde ich cool, dass sie mir noch was reingelegt hat. Das finde ich nämlich eigentlich ganz praktisch. Und einmal Tyne Perfection 3 Milliliter und ist vegan. Das habe ich ja auch noch mal im Original da in mein Probierkästchen. Dann probiere ich am besten erstmal so ein Pröbchen. Und dann mache ich die Tube auf. Und einmal High Hair Pearl Extra Long Control Styling Gel. Das sollte mein Freund probieren, weil mit langen Haaren und Gel, das wird patchy, patchy, patchy. Bin ich im Fokus oder nicht? Dann habe ich bei einer auch was gefunden. Ich nehme mal meine Feuchttücher. Oh, der Nachbarshund. Ich glaube, ich brauche Feuchttücher. Ohne Ende heute. Ja, Jenny Highlights wird verlinkt. Die Frau finde ich einfach genial. Die hat auch, also da merkt man einfach auch, dass nicht nur gelernte Leute Erfahrung haben. Ja, aber bei manchen Douglas-Tanten da denke ich mir, ja, genau. Oder die von Mary Kay wollte mir eins
von was weiß ich was erzählen, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist nicht so meins, darf ich mich selber schminken? So wie sie dann gewollt. Ich so, nein, bitte nicht, ich schmink mich lieber selber. Kommen wir zuerst zu den Highlights, sage ich einfach mal, was ich mir bei der einen bestellt habe. Das hat alles, es war sehr günstig, sage ich, aber trotzdem nicht zu günstig. Also es war jetzt kein Ramsch, sage ich mal, aber sie hat mir ganz tolle Dinge mit dazugelegt, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Für 1,50 €, das weiß ich noch, war dieses Fresh and Fit, Fit, nicht Fett, Awake Makeup Primer drin, Healthy Glow. Den finde ich richtig schön, den haben wir am Mittwoch zusammen getestet, heute ist Freitag. Den finde ich richtig schön und bin gerade froh gewesen, dass ich noch ein Backup habe, falls es nämlich weg Dann habe ist. ich bei ihr Opulenze diese wunderschöne Palette bestellt. Das ist so ein Träumchen. Ich finde, das ist auch eine Palette für den Herbst. Vielleicht kann man damit einen Frühlingslook zaubern mit dem Blau. Aber ich bin nicht so die Blauträgerin. Wir müssen mal schauen, wie sie aussieht, wenn man sie geswatcht hat. Ich habe einige zu Eva Paletten, kann sie nur empfehlen. Bis auf die finde ich ein bisschen zu schwach auf der Brust. Aber das ist so eine. Sweet Glamour heißt die. Das ist auch so eine Pastellpalette. Das könnten wir auch machen. Ich habe jetzt eh vor, die erste Schublade mal mit euch durchzutesten, sozusagen. Das sind ganz viele Pastelltöne. Das passt eigentlich sehr gut in den Frühling rein, ne? Findet ihr nicht auch? Ja. Hätte ich mir vielleicht auch lieber erkreiseln sollen und nicht original kaufen. Ich glaube aber, da habe ich 20% oder sowas gekriegt. Da ging's. Also es war nicht ganz so teuer. Ihr wisst wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Genau, die habe ich mir bestellt gehabt. Die fand ich wunderschön. Nachdem ich die Swatches, bevor sie überhaupt auf den Markt kam, sage ich mal, wurden ja schon Bilder veröffentlicht und die YouTuber hatten schon was zum Ausprobieren bekommen. Und da habe ich sie gesehen und habe gedacht, ja, das ist meine Palette. Die andere, die Astroid oder Astorius oder irgendwie irgendwas mit A, die gefällt mir nicht ganz so. Dazu habe ich die Blush-Palette, die wiederum gefällt mir sehr gut und die hatte ich auch erkreiselt, aber die wurde nicht mal geswatcht und nix, ne? Also ich glaube für 15 € oder sowas habe ich sie bekommen, statt 23 und das finde ich immer ganz gut. Da war ja sogar noch alles original, ne? Es ist alles original verpackt. Vielleicht war es ein Geschenk, ja. Es kommt auf jeden Fall in meine Ich muss es testen mit euch. Dann habe ich gesehen, wollte ich mal unbedingt diese Strop of Genius Palette testen. Die sieht so aus. Ich wollte aber keine 18 € für diese Palette ausgeben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sie mir nicht wert. Und ich habe sie mir auch ehrlich gesagt größer vorgestellt. Also ich dachte, die Palette wäre in dem Rahmen. Aber ich bin ganz glücklich natürlich, dass sie nur so groß ist. Aber da sieht man den bisschen Unterschied. Ich finde es, ja. Nicht schlecht. Ich brauche, glaube ich, nur noch ein Make-up von NYX und eine Wimperndusche und dann könnte ich ein Fullface auf NYX-Produkte machen. Mal gucken, vielleicht lege ich mir das auch noch zu. Da habt ihr Bock drauf. Ich mache mal eine Abstimmung rein. So Fullface auf NYX, dann auf Essence, Catrice, also nur Drogerie habe ich eigentlich. Und ja, sowas halt. Habt ihr da Bock zu? Stimmt mal da oben ab, ob wir so eine Reihe starten sollen. Und die ist schon benutzt. Allerdings ist die so butterweich. Also, ich meine, wann mache ich schon mal irgendwas platt? Ich meine, die kann ich mir ja nachkaufen, wenn ich irgendwas platt mache und die mir so gut gefällt oder erkreiseln. Ich habe gesehen, für 10 € kriegt man sie auch neu. Ich habe 5 gezahlt für diese Palette, obwohl sie gebraucht ist. Ja. Bisschen Desinfektionsspray drauf und fertig ist die Sache. Und wenn sie mir nicht gefällt, kommt sie halt in die aussortierte Kiste. Mein Gott, da sind 5 € nix im Gegensatz zu 20, ne? Oder 18, was sie da kostet. Das finde ich ein bisschen happig. Also nix übertreibt auch ein bisschen mit den Preisen. Auch wenn es so eine gute Qualität hat, ich finde es doch. Ich hätte alles gerne für alles einen Euro-Shop, ne? Yeah, Cosmetics, nix, Colourpop, alles 1 €. Das wäre ja der Schnapper schlechthin. Dann habe ich bei ihr auch eine wunderschöne Palette gesehen für 14 €. Und zwar ist die von Colourpop. Das ist You Had Me at Hello. Hello again, Mr. Hello again. Ich habe einen kleinen Dachschaden. Yeah. Und das mache ich gerne.
So sieht die von hinten aus. Ich muss gerade putzen, weil die ist so gummiert. Es fühlt sich wahnsinnig hochwertig, finde ich, an. Sie kam ein bisschen beschädigt an. Also so war sie natürlich nicht auf den Bildern, aber sie kam sehr beschädigt an. Ich habe ihr das auch gezeigt. An sich ist den Lidschatten Gott sei Dank nichts passiert. Sie sind ein bisschen gebraucht, aber wirklich nur minimal. Wenn ihr so schaut, erkennt man eigentlich nicht. Das könnte auch ich gewesen sein mit ein paar Swatches. Ich muss sagen, die Palette gefällt mir sehr gut. Da es ist einfach, die Qualität ist einfach unschlagbar. Wo ist jetzt der geswatchte da? Die matten Töne sind so, sie sind so eine Qualität für den Preis. Das ist eigentlich unschlagbar. Das sind die drei schimmernden und drei matte, habe ich euch geswatcht. Hey, das ist Bombe, Qualität, Bombe. Für den Preis, ich würde gerne bei ColourPop mal bestellen, um zu gucken, einfach auch die einzelnen Lidschatten. Aber dann denke ich mir lieber, so eine Palette, da hast du alles zusammen und brauchst du nicht selbst erstellen. Aber wenn ich das angucke, die Qualität ist einfach einzigartig. Alles ist so einzigartig. Wir sind alle einzigartig, Leute. Dann hat sie mir reingelegt. Moment, kommen wir noch zu dem letzten Produkt, was ich bei ihr ergattern konnte. Das war von Altera Naturkosmetik. Ich wollte mir das schon damals holen, weil das mit Bio-Granatapfelextrakt ist, ohne synthetische Konservierungsstoffe, Hautverträglichkeit, Dema, also hautärztlich getestet. Ich kann es gar nicht aussprechen. Aufwärtigkeit dermatologisch. Oh, dermatologisch bestätigt. Kennt ihr das, wenn ihr umso öfter lest, umso mehr klappt das nicht. Das ist bei mir. Das ist auch noch original versiegelt. Der Scheiß natürlich nicht. Warum nicht? Das werde ich auch mit euch testen, weil ich finde, diese Naturkosmetik-Dinger sind gar nicht mal so verkehrt. Oh, da ist eine Puderquaste noch drin. Und das ist die Farbe. Das riecht sehr lecker. 01 Light. Ist nicht benutzt. Es ist sehr, sehr hell und sehr fein, das Puder. Sehe ich gerade. Es ist sehr fein gemahlen. Ja, kann ich mir gut vorstellen zu benutzen. Dann hat sie mir drei, vier Goodies reingelegt. Einmal ein wunderschönes Winter Dreaming. Dreaming. Sowas hier, das ist auch kaputt gegangen. Das hatte ich ja auch geschickt gehabt, dass das eben kaputt gegangen ist. Sie hat mir auch Geld zurücküberwiesen, weil einfach, ja, also ich meine, für die Goodies hätte sie mir nichts überweisen sollen, aber die Palette war schon schade, ne? Ihr wisst ja, man freut sich auf die Dinge und das wird, oh, also es war auch nicht gut eingepackt. Also, so würde ich nichts verschicken. So würde ich wissen, dass was kaputt geht. Da seht ihr den Glow, also das ist von diesen. Glow, den hatte ich auch schon drauf, wunderschön. Und ein Blush mit dabei, also das ist so ein Kleckmechanismus. Das könnte ich mir sogar vorstellen, auf Reise mitzunehmen, wenn das nicht kaputt gegangen wäre. Ich versuche das mal irgendwie zu kleben, vielleicht geht das. Weil das könnte ich mir vorstellen, Blush und Glow in einem. Und das Blush ist auch wunderschön. Das könnte ich euch auch mal swatchen, das war nagelneu. Sah jedenfalls nicht aus, als wäre das beschädigt, also benutzt worden. Oder auch mit Absicht beschädigt. Ich würde auch niemals was bei Kleiderkreisel kaufen und sagen, hey, das ist was kaputt, obwohl nichts kaputt ist. Ich habe ja gleich ein Bild geschickt. Ich scheiße auf diese paar Kröten. Hab ich nicht nötig. Das ist sehr nett, dass sie mir Goodies reingelegt haben. Es tut mir auch echt leid, dass was kaputt gegangen ist. Und zwar eh, das war das mit dem Hermes, wo es so ewig gedauert hat. Und Hermes ist ein Arschloch einfach. Ja. Dann Soft Mousse. Au Chocolate Mask von Cadera Vera. Das habe ich mal gesehen gehabt. Da habe ich gedacht, nee, ich kaufe mir nicht noch eine Maske und sie fliegen mir zu. Dann habe ich hier von Fructis eine Maske, eine Haarmaske bekommen. Die habe ich tatsächlich auch im Bad stehen. Und wenn sie mir gefallen sollte, umso besser. Dann habe ich noch eine zweite. Ja, das ist die Wonder Mask Schritt 1 und Schritt 2. Pflegeversiegelung ist Schritt 2 und pflegende Maske ist Schritt 3. Spitzenaufschlag nicht ausspielen mit Kokos. Nussöl, Kokosöl, pflegende Versiegelung direkt auf die pflegende Maske einmassieren, 3 Minuten einwirken lassen, spülen mit Polyquat 6, was auch immer das sein soll. Wisst ihr, was das ist? Ich habe auch keinen Bock zu googeln. Ihr seid ja immer meine Google-Maschine.
Ja, dann hat sie mir noch eine wunderschöne Palette, wie ich mich gefreut habe, obwohl ich ja gar nicht so ein Shiny-Shiny-Typ bin. Aber die hat mir, wenn die was ist, dann ist Bombe. Ich habe mir ja neulich eine gekauft, da sind drei Farben drin von. Es ist übrigens Made to Sparkle. So sieht es aus. Von außen und von innen. Ich weiß nicht, inwiefern die Kamera das irgendwie einfängt, aber die schimmern alle wunderschön in verschiedene Farben. Also das Gelb leuchtet noch Gold, das Peach hat noch so einen rosa Stich und das Weiß hat noch einen Blaustich, also so holographisch. Und die sind für das komplette Gesicht, for Eyes, Cheeks and Lips. Da habe ich mich echt gefreut und ich habe mich noch nicht getraut, es zu swatchen, weil ich überlegt habe, es weiterzugeben oder selbst zu behalten, weil ich eben schon eine. So eine Rainbow-Highlighter-Palette habe und benutze ich das wirklich so oft, dass ich noch eine brauche oder bin ich zufrieden mit den Dingen, die ich habe? Ja, irgendwie so. Und dann habe ich bei einem, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Leute, dann habe ich mir bei einer Kleiderkreiserin diese 18 Liquid Lipsticks Suede geholt. Die waren für 17 Euro zu haben. Ich glaube, ich habe ihr 20 Euro überwiesen. Wegen dem Päckchen. Schaut mal die wunderschönen Farben an. Keiner ist wie der andere. Da könnt ihr das ganz gut sehen. Ich bin oben ui und unten fui. Ganz einfach. So sieht es aus. Und ich hatte vor, entweder ganz normal sie alle durchzuswatchen. Also auf der Hand. Auf den Lippen, ich bin keine Lippenstiftträgerin. Ich kann das nicht so gut auftragen. Aber wir könnten es probieren. Ich habe diese verrückten Farben schon einmal aufgetragen, gerade dieses Blau. Ich wollte meinen Freund ein bisschen ärgern. Dann dieses Grau fand ich richtig cool. Das sah richtig cool aus mit einem schönen Augen-Make-up. Und das Schwarz hatte ich auch schon drauf. Also wirklich Knallerfarben. Und lieber habe ich diese Minis, wie alle in Full Size. Und die werden dann schlecht. Und so kann ich ein bisschen mit Make-up spielen und gut ist. Ja, das war so mein Haul. Ja, ich hoffe, der hat euch gefallen. Ihr seid dran geblieben und habt es euch reingezogen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ciao.